Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Beim letzten Mal haben wir mit Nati zusammen angefangen, nach Mr. Bickle zu suchen. Haben mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Und plötzlich war Nati nicht mehr an dem Platz, an dem wir uns eigentlich treffen wollten. Und ich laufe gegen... Ja, kann ja mal passieren. Sie sagte uns, dass sie in den Eberkopf will. Deswegen gehen wir jetzt eben ganz schnell zum Eberkopf. Vielleicht auch noch nicht so ganz, weil man hier noch Sachen findet. Und Entdeckung. Das ist richtig. Wer braucht schon Schlüssel, wenn man Alohomora hat? Allerdings. Oh. Oh. Allerdings, Alohomora, auf Stufe 2 ist auch noch nicht so ganz hilfreich bei einigen Türen. Lumos. Eieieiei. Es muss ja hier irgendwo in der Nähe sein, ne? Das kann nicht so weit weg sein. Nati muss hier irgendwo sein. Und ich habe eine Seite gesehen. Ich habe eine Seite gesehen, genau da, wo wir hin müssen. Hm. Ja, ob wir das jetzt hinbekommen? Lumos. Ne, wir müssen rein, ne? Ja, hier. Moment. Wir müssen... Obwohl, müssen wir in den Eberkopf? Sieht nicht so aus. Doch, irgendwie sieht es schon so aus. Egal. Machen wir erstmal hier ganz schnell... das fertig. Hier lang. Ja, nicht schon wieder irgendwie irgendwo durchfallen. Das wäre echt nett. Dann haben wir hier eine Seite. Ach, das ist wieder zu hoch. Ich verstehe diesen Jungen nicht. Dann haben wir hier noch... Die Handbuchseite für Stege des Eberkopfes. Diese Stege vor dem Wirtshaus Eberkopf bieten einen angenehmen Platz zum Sitzen und Entspannen, sofern einem das gelingt, wenn man nur einen Steinwurf von dem entfernt ist, was in dem zwielichtigen Wirtshaus vor sich geht. Nun ja. Schade. Oh doch. Da kommen wir doch herein. Hallo, nicht wundern. Ich meine, hier waren wir ja schon mal drin. Als wir mit Lodgok gesprochen haben. Ach, guck mal. Alohomora. Aber es hätte ja durchaus nochmal irgendwas neu dabei, also was Neues einfach geben können. So wie diese verschlossene Tür zum Beispiel. Nati kann auf jeden Fall auf uns warten. Am Eingang war irgendwas. Genau, hier. Grün gestreifte Handschuhe. Sechseckige Brille. Rebellion. Ansonsten hier noch eine Truhe und dann war's das. Drachenbrille. Jetzt sind da gegenüber auch noch ein paar Türen. Entschuldigung, sind sie Level 2 Türen? Natürlich nicht. Ja, alles klar. Dann auf zu Nati. Die sich irgendwo hier befinden soll. Ja. Na, das ist ja, da kommt ja Freude auf. Natis Zauberstab. Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte, dass ich ihn finde. Also steckt sie in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, wo sie ist. Revelio. Ach, ist das euer Ernst? Da bin ich doch gerade. Jetzt ist da was Neues drin wahrscheinlich. Neugierige kleine Schüler kriegen, was sie verdienen. Kann man ihnen helfen?
Betritt den Keller. Erschwinderinnen. Ja, das. Da, ja. Achso, ich habe mir jetzt übrigens Zaubersets mal hier oben und unten jeweils was hingelegt. So dass beim rechten quasi noch das Erkundungsset ist und auf links eben noch für Tierwesen was ist, weil wenn wir jetzt irgendwie ganz spontan irgendwem über den Weg laufen, also irgendeinem Tierwesen über den Weg laufen, wäre es, glaube ich, schon relativ praktisch, das sofort zur Hand zu haben und nicht erst noch einstellen zu müssen. Man kann jetzt natürlich auch noch ein bisschen wechseln, beziehungsweise ein bisschen untereinander mischen. Aber die ich denke mal, ich. Fußabdrücke führen in diesen Raum. Ja. Es muss noch einen Weg geben. Ja, aber ich werde erstmal versuchen, damit klarzukommen, weil das wird wahrscheinlich lang genug dauern. Ja, also scheinbar muss ich jetzt hier die Tonnen ziehen. Nicht? Eine Geheimtür. Ja, sehr geheim auf jeden Fall. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Also es war sehr prominent. Ich muss sie schnell finden. Stimmen. Stimmen machen immer Spaß. Ich sollte unentdeckt bleiben. Ja, da haben wir uns schon drum gekümmert. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber du bist unsichtbar. Okay, ihr werdet Nati nicht umbringen. Revelio. Da habe ich so meine Probleme mit, muss ich sagen. Und es ist auch sehr dunkel, da habe ich auch so meine Probleme mit. Okay, Level 30. Ich werde Augen zum Glänzen bringen, wenn er sieht, wozu ich fähig bin. Level 30. Und die haben alle ein bisschen. Die stehen sich alle sehr gut im Rücken, sag ich mal. Die Menschen in Upper Hogsfield zittern, wenn sie mich sehen. Ich bin sicher, da ist irgendwas. Ich scheine in Hogsfield zu hören. Blöd guckst. Und zwar vor Schmerz. Okay. Wir machen das jetzt hier ganz in Ruhe. Der Nebel war etwas hinderlich, das stimmt. Aber für unsere Bemühungen haben wir mit eine äußerster Vorsicht. Darauf da kann ich auch noch lang. Ich nehme mir, was ich will. Renrock nicht. Oh. Renrock Totalus. Dazu hat. Ja, da habe ich den jetzt getroffen. Leichter zu sehen als ein Herunter. Nein, Bombarda. Reveal. Sicher zu gehen. Nein. Angst, ich bin ganz. Bist du etwas schüchtern? Hat der die gerade weggemacht? Das ist wohl, du könntest dich von mir verstecken. Ich bin zu früh so. Ja, das war.
treffen wäre schon ideal. Nice. Das war eine schöne Kombi. Das war eine sehr schöne Kombi. Achso, sorry, Moment, Lumos. Das sind noch nicht alle gewesen. Aber die sind... Revelio. Die sind alle recht schwerhörig und haben es gar nicht mitbekommen. Oh, bist mir lieb wie ein Augury, der vom kommenden Regen singt. Wie ein treuer Krupp warte ich hier, auf dass der Wind dich zu mir bringt. Mein Herz verzaubert, du, das hast du, und nun bin ich ganz, ganz die Deine. Auch ich hab's gewusst im Nu, bist mir eng, ewiglich der Eine. Dulcibella Philibert. Das Buch mit Gedichten, das Agabus Philibert gestohlen wurde. Er wird sich sicher darüber freuen. Ja, ich kann keine Gedichte vorlesen. Ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat. Aber das Vorlesen von Gedichten ist mir einfach nicht, möglich. Ich versuche jetzt aber erstmal alles hier im Untergeschoss einzusammeln. Bevor es dann wirklich weitergeht. Schafspelz Wintermütze. Ah ja. So, da drüben sind noch blaue Sachen. Revelio. Das sieht aber aus, als wenn man... Ja, als wären das jetzt irgendwie nur so Sachen, die man... Ach. Wenn man dann komplett heimlich an allen vorbei will. Wenn man sich vor dem Kampf scheut. Gut, ich bin da jetzt ja auch mehr oder weniger unabsichtlich reingestolpert. Ach, du Heilige. Wer benutzt denn rosa Briefpapier? Mein lieber Otto, ich habe deinen letzten Brief wieder und wieder gelesen und werde ihn jede Stunde lesen, bis wir uns endlich sehen. Mir schauert es bei dem Gedanken, dass ich dich nun für längere Zeit nicht sehen kann, aber ohne Hoffnung bin ich nicht. Ich sehne den Tag herbei, an dem wir unsere Verlobung mit denen, die wir lieben, teilen können, besonders mit meinem lieben Vater. Ich verstehe, dass du warten willst, bis sich deine Verhältnisse etwas stabilisiert haben, und ich weiß, dass du alles in deiner Macht Stehende tust, dass eine solche Situation bald erreicht ist. Bitte erlaube mir dennoch, dir zu sagen, dass die vergangenen Monate, in denen ich die Gefühle, die mich auf die höchsten Gipfel der Glückseligkeit befördern, nicht offen zeigen konnte, eine große Prüfung für mich waren. Nun will ich noch ein weiteres Mal deinen Brief lesen gehen. Voller Zärtlichkeit, deine Rosie. Ach ja, hier vom, ich habe seinen Namen vergessen, aber ja. Rosies Liebesbrief an Otto? Ja, ja, genau. Er wollte, dass ich ihn vernichte, wenn ich ihn finde. Aber der ist doch so schön. Charmanter Hausmantel. Eigentlich kann ich jetzt schon wieder Klamotten wegwerfen, ne? Revelio. Wo war denn jetzt die letzte Kiste? Wie kann man die denn... Ah. Ja, ist ja okay. Wingardium Leviosa. Sorry, so. Oh, das ist aber auch dunkel, ey, meine Fresse. Ich hätte... Lumos. So. Bin mir immer noch unsicher, ob die Gegner auch Lumos sehen. Dann gehen wir hier mal weiter. Schauen mal, ob man hier einfach nur irgendwas findet. Ah, das ist der Aufstieg nach oben, verstehe.
Wir sollten noch mal mit ihr reden. Vielleicht kann sie uns sagen, wo wir ihren Freund finden. Sie schweigt hartnäckig. Der Boss kümmert sich um sie, wenn er da ist. Nein, irgendwas hätte mehr. Hoffentlich ist keiner da. Ich habe keine Lust zu töten. Shit. Verstecken bringt nichts. Wenn du mir was schuldest und nicht zahlst, kannst du. Total. Oi. Oh. Nein. Ja, shit. Ich will das so. Oder einfach so. Heilige. Revelio. Du wirst dir wünschen, wieder. Ach komm schon. Lumos. Oh ja, er wird sich fürchten vor deinem. Vor deinem krassen Lumos. Hier, Licht. Und niemand da, um den Sieg zu feiern. Ja doch, wir finden Natti gleich und dann feiern wir alle zusammen. Seltsame silberne Brille. Oh, die gefällt mir. Allein von der Vorschau gefällt mir die Brille schon sehr, sehr gut. Revelio. Okay, sieht jetzt erstmal relativ safe aus. Aber ich glaube, sicherheitshalber. Revelio. Ist sie da schon? Hallo Homura. Natürlich. Und warum klang das gerade wie eine Handbuchseite? Moment. Revelio. Irgendwas klang doch hier gerade. Ich bin verwirrt. Das klang doch gerade wie eine Handbuchseite. Na gut. Mr. Rabe, Daisy sagte, sie wurden entführt. Sie kennen meine Frau? Wie geht es ihr? Sie macht sich Sorgen. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Danke, dass Sie hier sind. Diese Schlösser sind verflucht. Aber auf den Zähnen liegt ein Anti-Apparieren-Zauber. Selbst Natti kann uns hier nicht befreien. Finden Sie meinen Zauberstab. Mr. Rabe, ich habe Ihren Zauberstab. Schön. Ich wusste, er ist in der Nähe. Treten Sie lieber zurück. Man weiß nie, wie ein Fluch reagiert, wenn man ihn bricht. Revelio. Ich bin trotzdem verwirrt. Das klang doch echt wie eine. Naja. Danke, Mr. Isco. Gern geschehen. Ich danke vielmals. Ihr Mut hat uns das Leben gerettet. Ich bin wohl zu schwach, um mit Ihnen zu disapparieren. Doch ich versuche es. Gehen Sie schon vor. Finden Sie Officer Singer. Ja. Wir kommen hier allein raus. Nun gut. Aber seien Sie vorsichtig. Vielen Dank. Und grüßen Sie. Diese Erschwinderin müssen bezahlen. Und grüßen Sie Officer Singer. Nun denn, ich meine, die wissen ja jetzt eh, dass wir hier sind. Wird es ja wahrscheinlich auch egal sein, ob man uns jetzt sehen kann oder nicht, aber sicher ist sicher. Sicher sein hat noch nie geschadet. Und irgendwie geht das auch gerade viel zu glatt.
Also entweder kämpfen wir draußen gleich noch oder... Wir Officer Singer und erledigen Harlow ein für alle Mal. Ja, oder wir müssen gar nicht kampfbereit sein. Auf jeden Fall sind wir draußen. Bitteschön, Natti. Wir machen uns da noch Sorgen, dass man uns noch erwischen könnte. Trotzdem bin ich sehr verwirrt. Da war doch das Geräusch, als wenn eine Handbuchseite aufgeht. Also, keine Ahnung. Vielleicht habe ich die auch gerade... Vielleicht war die voll im Bild und ich habe sie wirklich einfach nicht gesehen. Was bei mir, ehrlich gesagt, immer eine Option ist, leider. Ich übersehe sehr gerne sehr viele Dinge, wie ihr wahrscheinlich mittlerweile schon mitbekommen haben werdet. Aber in dem Falle, naja. Jetzt ist aber erstmal wichtig, dass wir eben zu Officer Singer kommen. Mit der hatten wir ja auch schon beim letzten Mal zu tun, denn wir haben ihr eine Übeltäterin frei Haus geliefert quasi. Die schwarze Witwe, wie ich sie genannt habe, die uns den Laden verkauft hat für sehr wenig Geld. Und naja, ihr habt ja selber gesehen, was daraus wurde. Officer Singer. Ich hätte es wissen müssen. Und Sie, der Trollschrecken. Ein Glück, dass Sie beide sicher sind. Und es ist sehr dunkel geworden. Iskorape sagte, ihn hätten Schüler gerettet. Ich hätte wissen müssen, dass Sie das waren. Geht es Mr. Rape gut? Ja. Er ist jetzt zu Hause bei seiner Frau. Miss Onai. Ihrer Mutter wird gar nicht gefallen, dass sie diese Männer noch immer verfolgen und sich dabei in Gefahr bringen. Officer Singer, Natti und ich haben erfahren, dass Erschwinderinnen mehrere Einwohner von Hogsmeade bedroht haben. Rookwood und Harlow haben nicht nur Mr. Rape entführt, um seine Frau zu erpressen, sondern auch Natti. Agabus Filbert und Otto Dibble haben sie ausgenommen. Ach, ich werde das alles untersuchen. Was sie beide anbelangt... Ich bin Ihnen dankbar für Ihre Hilfe, aber das ist alles äußerst riskant. Bitte überlassen Sie die Erschwinderinnen in Zukunft den Behörden. Aber die machen doch nichts. Ja hier, die waren keine große Hilfe. Jetzt sind wir mal der Rebell. Für Hufflepuff. Bei allem Respekt, Officer. Die Behörden haben da nicht viel unternommen. Eine Organisation wie die Erschwinderinnen zur Strecke zu bringen, erfordert mehr, als aufgrund einiger Anschuldigungen ihr Versteck zu stürmen. Sie müssen die Angelegenheiten uns überlassen. Das steht doch nicht zur Diskussion. Doch. Natsai, Sie möchten sicher mit Ihrer Mutter sprechen, bevor ich es tue. Meiner Mutter wird das nicht gefallen. Danke, dass du mich gerettet hast. Wir reden später. Ja. Dann bis dann. Erpresserische Absichten. Abgeschlossen. Und neue Aufträge. Jetzt können wir hier jederzeit wieder rein. Also für den Fall, dass da wirklich eine Seite oder sowas war. Können wir jederzeit wieder zurück. Natürlich dann nochmal schauen, ob da wieder Erschwinderinnen neu drin sind. Was ich denen nicht empfehlen würde, ehrlich gesagt. Und dann können wir eigentlich auch mal zu unserem Laden. Die Erschwinderinnen belästigen mich nicht mehr. Ich vermute, das ist ihr Werk. Vielen Dank von mir und Rosie. Wir brechen gerade zu unseren Flitterwochen auf, nachdem wir Mr. Hill von unserer Heirat erzählt haben. Wünschen Sie mir Glück. Revelio. Ja, viel Glück. Wo war denn unser Laden? Zurechtfinden, Hilfe. Ja. War ja fast richtig, also war es doch hier das. Nee, das ist Windwitch. Bin ich bescheuert? Also wirklich, Wegfindung ist... Ist und bleibt. Das war jetzt die Tür, die wir nicht aufmachen konnten, richtig? Genau, da stand ich schon vor. Ich hätte einfach nur hier reingehen müssen. Wie sieht's mit der Tür aus? Alles klar.
wiederzusehen? Ja, wir haben Sachen zu verkaufen. Alles ganz schlechter Stoff. Außer die Sachen, die ich jetzt noch nicht identifizieren konnte, natürlich. Aber hier der Rest, auch wenn die Brille eigentlich relativ gut ist, aber da haben wir dann auf jeden Fall den Skin für. Penny wünscht Ihnen eine sichere Reise. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Penny. Ja, und dann schauen wir doch mal, was die Aufträge sonst noch sagen. Ich glaube, wir hatten da nämlich gar nicht mehr so viel. Überraschungstreffen. Ah, stimmt, ja. Ja. Ansonsten flüchtige Begegnung. Müssen, ja, stimmt. Das Erbstück zurückbringen, das wäre auch noch eine Idee. Ja, dann lasst uns das doch erstmal abgeben. Und dann treffen wir uns mit Poppy. Ich glaube, das klingt doch ganz in Ordnung. Rebellion. Du bist ja ganz aufgeregt. Ja, das ist ja, ja. Ich hasse diese Flugverbotszone. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Waren wir hier schon mal drin? Können wir auch gar nicht rein, alles klar. So, jetzt aber. Meine Güte. Die machen es einem aber auch nicht leicht. Mit ihren komischen Zonen. Auf jeden Fall geben wir das ab und dann wird nochmal eine Runde gewartet. Damit es wieder ein bisschen heller wird. Denn wenn wir in den verbotenen Wald wollen, da wird es dann ja nochmal ein Ticken dunkler, von daher. Ah, Sie sehen gar nicht so schlimm aus. Haben Sie die Höhle des Flüchtigen dann also doch nicht betreten? Mr. Atley, ich habe die Taschenuhr, die Milo bei sich trug. Bei Merlins Bad. Wie haben Sie... Fragen Sie nicht. Ich will es gar nicht wissen. Ja. Eigentlich will ich nie wieder an diese Akromantula denken. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Das war gar nicht so einfach zu bekommen. Habe ich mir keine Belohnung verdient? Ich, natürlich bezahle ich sie gerne. Aber ich habe nicht viel. Ich versprach, für alles aufzukommen, was Milos Tochter braucht, um eines Tages nach Hogwarts zu gehen. Ja, okay, dann geht das in Ordnung. Hier ist das Erbstück. Danke. Ich weiß, dass Milos Tochter sich über sie freuen wird. Was verkaufen Sie hier? Ich möchte natürlich nicht einer angehenden Zauberschülerin irgendwie... Ruhen. Seine Wünsche wurden erfüllt und seine Tochter hat etwas, das sie an ihn erinnert. Na, das lohnt nicht, ne? Das lohnt halt überhaupt nicht. Wahrscheinlich. Also ja, ich möchte einer angehenden Zauberin natürlich nicht die Chancen verbauen, irgendwie nach Hogwarts zu kommen. Rebellion. Deswegen. Was haben wir denn hier? Ja. Warte, was? Moment. Die Aufgabe war doch nicht... Die Aufgabe war doch Flussgras.
Okay, ja, gut, wenn das auch zählt. Aber ich bin verwirrt. Oder ist Venemosa Tentacula einfach Flussgras? Ich bin irritiert, aber höchst erfreut. Und jetzt werden wir eine Runde warten. Du bist das Gesprächsthema in der Schule, seit du Mr. Rape und mich vor den Erschwinderinnen gerettet hast. Wir sollten besprechen, wie wir vorgehen wollen, um Harlow aufzuhalten. Ja, Nati, das machen wir. Das machen wir sehr gerne demnächst mal. Aber jetzt muss ich erstmal zu Poppy. Die hat auch noch eine Aufgabe. Jetzt bin ich trotzdem irritiert. Warum ist es plötzlich eine Venemosa Tentacula, die da ausreicht? Naja. Am besten wirklich nicht hinterfragen, einfach akzeptieren, cool finden, dass die Aufgabe abgeschlossen ist und fertig. Da müssen wir gleich nochmal oder danach nochmal zu Professor Garlic. Ach, ist das schön. Aber jetzt müssen wir langsam runter. Im Sturzflug. Und da oben. Moment, da oben ist noch ein. Nee, warte, jetzt haben wir es. Ich müsste jetzt nochmal warten, ne? Klären wir das erstmal mit Poppy ab und dann. Revelio. Was haben wir denn hier? Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Er will sicher helfen. Werden wir hier die Zentaurin treffen? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen als vielmehr eine Überraschung, oder? Wenn sie von den Schnatzern hören, verstehen sie, warum wir hier sind und werden helfen wollen. Ich hoffe, du hast recht. Sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Ich schätze, sie sind dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Wir haben nichts zu verheimlichen. Stimmt. Wir sind einfach ehrlich und sagen ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Ich habe noch ein Einhorn in der Tasche. Okay, die wollen doch zu uns. Ich dachte gerade, die reiten einfach an uns vorbei. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortet. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab.
Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Goldene Schnatze existieren noch und die Wilderer suchen sie. Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Andere Frage. Ja, genau. Sind Mondsteine nicht gewöhnlich? Die sammeln wir doch ständig ein. Sind Mondsteine nicht überall? Warum einen aus einer Höhle holen? So wie ich Zentauren kenne, meint er wohl einen bestimmten Mondstein. Wir verstehen es sicher, wenn wir ihn sehen. Er hätte sich klarer ausdrücken oder kurz unsere Fragen beantworten können. Zentauren sind kryptisch. Oma sagt, niemand drückt sich umständlicher aus. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ich melde mich, wenn ich was finde. Alles klar. Ich habe jetzt gerade auf den Abschluss der Aufgabe gewartet, aber das war ja... Da! Schaut an, ich habe Mondstein gefunden. Ich habe jetzt gerade auf den Abschluss gewartet, aber das war ja in Anführungsstrichen nur ein Gespräch. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Eventuell könnte es doch noch klappen, ne? Okay. Ohne zu warten. Eieiei. Ausgerichtet an diesen vier da rechts. Ist das ein Drache? Gut, was haben wir hier noch für... Das habe ich bestimmt schon 5-mal gefragt, ne? Das sind... Das sind Hippogreife. Ist das shiny? Jetzt mal wirklich, warum ist da oben noch ein extra Symbol dran? Levioso. Ja! Ich pass auf dich auf. Habe ich nur eine Frage. Ist Wolkenschwinge männlich oder weiblich? Wo konnte man das denn nochmal? Freundin. Ja. Theoretisch könnte es also funktionieren, dass wir mit Wolkenschwinge dann züchten könnten. Wir können uns aber natürlich auch noch da hinten den Hippogreif anschauen. Das scheint aber... Oder... Nee, bei dem wissen wir, dass er männlich ist und es gibt wohl auch gerade hier keinen anderen. Na gut. Na gut.
Dann noch schnell zu Professor Garlic die Aufgabe abgeben. Sprich mit Nati. Machen wir erstmal hier. Ganz, ganz schnell. Mit einer Schnellreise. Und wenn wir dann schon im Schloss sind, beenden wir gleich mal mit... beenden wir es gleich an der Stelle. In der Zwischenzeit gehe ich nochmal in den Raum der Wünsche, identifiziere die Klamotten und dann treffen wir uns in der nächsten Folge mit Nati direkt für das Gespräch. Wenn sie dann nicht schon einen Kopf kürzer ist, wenn ihre Mutter eben rausbekommen hat, was, ja, wo sie da eigentlich war. Obwohl, warte mal, wir müssen gleich, okay, also, wir müssen gleich erstmal gucken, ob Nati überhaupt in der Schule ist oder ob die woanders rumhängt. Ja, okay. Dann passt das wirklich. Gut, dann Professor Garlic. Waren Sie nicht irgendwo hier? Ich muss bestimmt warten, ne? Die klingt wieder, als wenn sie irgendwelche Nachforschungen macht. Ich möchte nicht derjenige sein, der ihre Nachforschungen weiterführt. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie es. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Mein erster Impuls war irgendwie gerade so, aber bitte nicht die gedeihenden Schüler beschneiden, wie ihre gedeihenden Pflanzen. Ach Gott, manchmal schäme ich mich ein bisschen. Wunderbar gemacht. Wenn Sie noch etwas üben möchten, können Sie das gerne im Gewächshaus tun, aber bitte. Meister der Zaubersprüche. Bedeutet, dass wir haben alle Zaubersprüche, aber das kann doch nicht sein. Uns fehlt nur noch... Obwohl, ja gut, wenn uns nur noch Avada Kedavra fehlt, ist der... Die sind wahrscheinlich alle optional, oder? Wir hätten ja auch Sebastian das Ganze machen lassen können. Nice. Das heißt, wir haben wirklich alle Zaubersprüche dann. Das, also, was dann reicht, um die Trophäe zu kriegen zumindest. Nice. Gefällt mir. Vielleicht packen wir das aber auch nochmal hier mit rein. Und wir, dann können wir noch miteinander reden. Professor, ich habe mich gefragt, woher Sie kommen. Ach, wie nett, dass Sie fragen. Also mal sehen, ich wuchs in London auf, direkt an der Themse. Wie schön. All die Sehenswürdigkeiten und der Trubel der Stadt. Für manche, ja. Ich habe immer davon geträumt, auf dem Land zu leben. Erst in Hogwarts fühlte ich mich wirklich zu Hause. Allerdings hat es einige Zeit gedauert. Und obwohl ich inständig hoffe, dass sich hier jeder Schüler am Ende so zu Hause fühlt wie ich, ist das nicht immer der Fall. Ich verstehe, was Sie meinen. Jeder von uns blüht anders, nicht wahr? Einige gedeihen im Schatten wie die Teufelsschlinge, während andere sich nach der Aufmerksamkeit von springenden Knollen sehnen. Und jeder von uns wächst und gedeiht auf seine eigene Weise. Ich war furchtbar nervös, als ich im Schloss ankam. Wissen Sie, als Kind wusste ich nämlich nichts über Hexen und Zauberer. Sie können sich sicher denken, wie erstaunt ich war, als ich meinen Brief aus Hogwarts erhielt.
In meinen ersten Tagen hier verbrachte ich viel Zeit allein. Im Gewächshaus oder in der Bibliothek. Ja, es dauert eine Weile, bis man sich hier eingewöhnt hat. Ganz genau. Und ich hatte unglaublich viel Glück. Tatsächlich nahm ich eine Siebtklässlerin in den ersten Tagen unter ihre Fittiche. Sie ist bis heute eine teure Freundin. War es Sirona Ryan? Aber ja, woher in aller Welt wussten Sie das? Sirona ist auch mir eine gute Freundin. Ich habe sogar eine Schachtel mit Briefen von Mrs. Sprottle für sie besorgt. Oh, die gute Mrs. Sprottle. Sie war immer erstaunt, dass ich als Muggelstämmige so viel Magie beherrschte. Die Freundschaften, die Sie hier in Hogwarts schließen, werden sicher ein Leben lang halten. Aber jetzt kümmere ich mich am besten um eine Lieferung der magischen Rübe. Mr. Teasdale hat mir eine ganze Auswahl an Samen versprochen. Schön, Sie zu sehen. Ja. Arresto Momento. Befehl. Haha. Nun denn, dann haben wir das getan, haben alle Zaubersprüche erlernt. Und an dieser Stelle aus dem Gewächshaus verabschiede ich mich dann. Wie gesagt, ich werde mich dann in der Zwischenzeit in den Raum der Wünsche begeben, da die Ausrüstung identifizieren, die wir jetzt gefunden haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, dann im Gespräch mit Nati. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.